Je, ein Ladegerät, mit dem man die Kapazität von Akkus messen kann, mit einem riesengroßen Touch-LCD-Display. Ah, das Ganze ist nicht richtig billig, aber irgendwie cool. Ich glaube, das schauen wir uns heute mal an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu einem Ladegerät und zwar diesmal etwas Spezielles. Wir sind in der Weihnachtszeit, da machen wir keine normalen Reviews. Und zwar ist das hier von Efan das S4 mit einem riesengroßen LCD-Display mit ganz vielen tollen Funktionen. Hier kann man also mit Touch und was weiß ich nicht alles und Widerstandsmessung und so könnt ihr ganz viele schöne Sachen machen. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen aus der Nähe an. Und ich würde sagen, wir gehen auch sofort runter in die Detailansicht, schauen wir mal, was da so mitkommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first, hier haben wir die Verpackung vom Efan Lux S4 LCD Charger. Ein außergewöhnliches Ladegerät. Hier auf der Rückseite werden auch nochmal die einzelnen Features erklärt. Die schauen wir uns aber auch gleich nochmal im Detail an und testen das auch mal, ja, komplett durch, weil ich glaube, das ist schon interessant, gerade auch in der Preisregion, dass man vorher genau weiß, was das Teil jetzt auch alles wirklich kann. An Zubehör bekommt ihr hier noch mit diese Messspitzen, mit denen ihr dann den Widerstand von den Akkus messen könnt. Ein externes Netzteil. Dieses hat eine Ausgangsleistung von 12 Volt und 5 Ampere. Ja, und natürlich das Ladegerät selber. Wir haben hier unsere vier Schächte für die Akkus, unser Touch-Display. Auf der Rückseite sind die Eingänge für die Stromversorgung, fürs externe Netzteil, eine Datenschnittstelle und der USB-Slot, der hier ist, ist für unsere Messspitzen gedacht. Und auf der Unterseite haben wir nochmal die Schlitze für den Lüfter. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Leistungsmessungen oder Kapazitätsmessungen machen für die Akkus, dann entsteht natürlich hier Wärme und dann geht dieser Lüfter hier natürlich entsprechend an. Hier sehen wir auch das, was das Gerät liefern kann. Wir können nämlich vier Akkus hier mit maximal 2 Ampere laden, so wie es dort steht. Das ist natürlich dann relativ flott. Wir haben aber auch die Möglichkeit mit 0,5, 1 Ampere oder 1,5 zu laden. Das sehen wir gleich nochmal. Die unterstützten Akkutypen sind hier unten auch nochmal aufgelistet. Auch da werden wir gleich nochmal entsprechende Tests mitmachen. Gut, nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Ich versorge das mal mit Spannung. Und dann seht ihr hier entsprechend so eine kleine Animation, wenn das Gerät in Betrieb geht. Eigentlich ganz nett gemacht. Und ja, dann ist das Ganze auch relativ schnell einsatzbereit. Hier ist natürlich ein kleines Betriebssystem auch nochmal drauf, was die einzelnen Funktionen und Features dann halt auch entsprechend unterstützt. Und da jetzt noch kein Akku eingelegt ist, sehen wir natürlich entsprechend mal hier auf dem Screen noch nicht so viel. Also packen wir da jetzt direkt mal Akkus rein. Ja, was zeigt uns das Display denn überhaupt jetzt? Wir haben einmal hier unten den unteren Akku ausgewählt. Also ich kann jetzt hier mit Touch zwischen den einzelnen Akkus auch wechseln. Die werden hier auch nochmal unterschiedlich farblich dann angezeigt. Das sind die einzelnen Slots. Und die obere Ladekurve hier zeigt uns den Verlauf der Spannung an. Wir sind hier bei 4 Volt irgendwo gestartet und gehen jetzt natürlich hoch zu 4,2 Volt. Und auf der Seite hier, da sehen wir dann unsere Ampere, Ladung, die jetzt hier reinfließt. Wir sind ungefähr jetzt hier langsam absteigend natürlich mit der Stromstärke, weil zum Ende hin der Akku natürlich nicht mehr mit 1 Ampere, sondern dann absteigend halt geladen wird. Das ist auch, weil die Aufnahme natürlich Leistungsaufnahme hier geringer wird, bis wir uns der vollen Ladung halt nähern. Wir können jetzt natürlich hier verschiedene Sachen auch einstellen. Da kommen wir gleich noch mal zu. Wie gesagt, also Auswahl ist hier mit Touch über die einzelnen Akkus kann ich jetzt einfach draufklicken und dann habe ich den Akku ausgewählt. Ich könnte jetzt auch den Widerstand messen natürlich. Das machen wir gleich nochmal, nehmen das Ganze auch raus. Und dann haben wir aber hier auch nochmal verschiedene Modi. Wenn ich nämlich auf einen von diesen Akkus jetzt hier doppelt klicke, 1, 2, dann bin ich im Einstellungsmenü. Unter Charge kann ich einstellen, ja, wie das Ganze geladen werden soll. Wir sind jetzt hier bei 4,2 Volt als Endladespannung. Wir sehen, mit welcher oder wie lange er jetzt schon geladen hat. Wir können
statt Laden natürlich auch das Ganze entladen. Wir können hier einen Kapazitätstest durchführen, der dann den Akku, wenn er vollgeladen ist, einmal komplett entlädt und wieder lädt und uns dann anzeigt, ja, wie viel Milliampere-Stunden das Teil hat. Das, was wir jetzt hier sehen, ist das, was dort reingegeben wurde an Energiemenge und welche Zeit wir dafür gebraucht haben. Da die Akkus natürlich nicht leer, sondern fast voll waren, fließt jetzt hier nicht mehr so viel rein entsprechend und die sind relativ schnell voll. Dann können wir hier oben unter Current einstellen, mit wie viel Ampere wir laden wollen. Das steht jetzt standardmäßig auf 1 Ampere. Ich kann es aber auch auf 0,5, 1,5 oder 2 Ampere umstellen. Wir können alle vier Akkus auch mit bis zu 2 Ampere laden. Wenn wir dazu Lust haben, ist das hier entsprechend möglich. Und dann haben wir oben noch das Typenmenü. Dort können wir noch verschiedene Akkutypen natürlich auswählen. Für mich zum Beispiel interessant sind die Live EPO 4 Geräte hier nochmal, die Akkus. Da habe ich zum Beispiel die A123 Akkus. Die kann ich dann hiermit auch sehr komfortabel laden und einfach da entsprechend auch zu umschalten, weil die haben eine andere Entladespannung. Ich glaube bei 3,7 Volt oder so liegt das Ganze. Ja, das sind so die Einstellungen, die ich hier machen kann. Versuchen wir das jetzt mal mit der Widerstandsmessung. Dazu stecke ich einfach hier hinten in den entsprechenden Port mein Kabel ein und verbinde jetzt den roten Stecker hier mit dem Pluspol und den schwarzen mit dem negativen Pol. Und dann wird hier die Widerstandsmessung durchgeführt. Das dauert einen kleinen Moment und dann sehe ich jetzt 4,18 Volt kommen raus und wir sind bei 36 Milliohm müssten das hier entsprechend sein. Und diese Ladung kann ich aber hier nochmal resetten. Ich mache das Ganze nochmal. Dann seht ihr wieder hier, dass das einen Moment braucht, wenn ich die Messspitze angelegt habe. Und wir kommen dann ja fast zum ähnlichen Ergebnis wieder. Und ja, ist nochmal ein nettes Feature. So, ich habe jetzt hier mal den Kapazitätstest gestartet. Wir sehen jetzt noch, dass der Akku noch einmal voll geladen wird. Der steht jetzt aktuell noch bei einer Ladestromstärke hier von 1 Ampere. Wir sehen, dass die jetzt so langsam Richtung 0 geht und der Akku gleich voll geladen ist. Er zeigt auch hier oben schon 4,2 Volt an. Der Akku befindet sich hier in Kanal 4. Das können wir auch sehen. Da ist er. Das ist ein etwas älterer Akku. Und ja, wir sind im Modus Lithium-Ionen, 3,7 Volt. Gucken wir hier nochmal eben kurz rein. Der Kapazitätstest ist hier entsprechend eingeschaltet. Wir laufen jetzt seit 7 Minuten und 36. Der wartet also wirklich, bis der Akku voll geladen ist, also bis der komplett voll ist. Und dann fängt er gleich an, den Modus zu ändern und geht in den Discharge. Ihr könnt auch manuell hier natürlich einen Discharge auswählen. Der ist jetzt dafür gedacht, dann auch nochmal einen vollen Akku komplett zu entladen. Dann sieht man das auch nochmal. Dann würde er diese Ladung jetzt am Anfang nicht nochmal machen, sondern ihr könnt den Akku, so wie er jetzt ist, nehmen, hier reinpacken und könnt schauen, was noch drin ist. Das ist auch der Unterschied zwischen den beiden Modi. Discharge fängt sofort an, den Akku zu entladen mit 0,5 Ampere. Und mit dem Kapazitätstest lädt er ihn einmal nochmal komplett voll und fängt dann erst mit dem Discharge an und misst halt bei beiden aber dann, was er dort oder wie viel Milliampere-Stunden noch aus dem Akku rauszuholen sind. So, jetzt ist es soweit. Wir sind jetzt im Entlademodus. Das sehen wir daran, dass hier das Ganze auch mal zwischen Gelb und Rot wechselt. Wir sind jetzt bei 99%. Und dann können wir natürlich jetzt sehen, wie die Spannung vom Akku langsam sinkt. Wir sind jetzt schon bei 4,12 Volt runter. Hier oben wird uns angezeigt, wie viel Milliampere-Stunden entnommen wurden. Und ja, das steigt natürlich dann entsprechend jetzt hier an. Und hier sehen wir, wie die Spannung langsam absinkt. Und hier können wir halt auch die Kurve nochmal verfolgen, wie sich das Ganze verhält. Wir kriegen auch hier nochmal angezeigt, dass wir mit 0,5 Ampere jetzt entladen. Höher geht nicht. Das ist auch die maximale Stromstärke, die wir rausziehen können. Wir haben im unteren Bereich des Geräts ja hier diesen Lüfter, könnt ihr da sehen. Der ist halt auch dafür gedacht, das Gerät dann zu kühlen. Also mit einem Akku jetzt springt er noch nicht direkt an, wenn wir da eine Entladung machen. Aber wenn jetzt hier vier Akkus in den Schächten drin sind und wir alle gleichzeitig entladen, dann geht der entsprechend an und der ist auch relativ laut. Also ich würde das nicht im Schlafzimmer aufstellen, wenn ihr da was testen wollt oder so. Entsprechend vom Lärmpegel her ist das sonst etwas störend. Gut, hier sehen wir jetzt mal das Ergebnis des Kapazitätstests.
Das Ganze hat relativ lange gedauert, weil ich zwischendurch dreimal den Stecker gezogen habe und den Test dann nochmal neu durchgeführt habe. Wir sehen, wir haben jetzt eine Gesamtkapazität von 2594, also ca. 2600 mAh noch rausgekriegt. Eigentlich müsste der Akku 3000 mAh haben. Das heißt, der hat da schon so ein bisschen Verlust, ist aber auch schon anderthalb oder zwei Jahre alt und natürlich häufig benutzt worden. Ich hatte den auch schon mal rewrapped, hier ist nicht mehr der Original Schrumpfschlauch drumherum. Also eigentlich noch ein recht guter Wert dafür. Akkus altern natürlich über die Zeit, aber sowas kann man natürlich jetzt hiermit mal testen. Gehen wir hier nochmal eben rein. Dann sehen wir auch, dass der Test insgesamt 10 Stunden und 25 Minuten gedauert hat. Der hat den einmal komplett geladen, hat ihn dann entladen und wieder neu geladen. Und das ist die Kapazität, die er beim Entladen halt aus dem Gerät rausziehen konnte. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Von daher hilft euch das natürlich, um so ein bisschen einzuschätzen, ob eure Akkus noch gut sind oder nicht. Und das können nicht viele Geräte auf dem Markt. Von daher ist das eigentlich ganz nett. Und man kriegt es halt natürlich auch nochmal hier so ein bisschen besser dargestellt, wenn man jetzt hier den Graphen hat. Wir sehen also auch genau, was er jetzt hier gemacht hat. Wir sehen hier ganz am Anfang noch das Aufladen des Akkus. Der war hier bei 3,5 Volt, hat ihn dann angehoben auf die 4,2 Volt. Dann hat er angefangen hier zu entladen über den Ladeweg bis nach hier unten auf 2,75 Volt runter. Die ganze Zeit hat er entladen mit 0,5 Ampere und hat ihn dann hier mit 1 Ampere wieder komplett aufgeladen, bis wir hier oben sehen, dann wieder bei 4,2 Volt sind. Ja, eine coole Geschichte. Wir sehen auch zum Ende hin des Ladevorgangs, das gehört dazu, dass auch die Stromstärke hier entsprechend sinkt. Und ja, das ist zumindest mal eine Geschichte, die kein anderes Ladegerät sonst bietet. Von daher, wenn euch sowas interessiert, ist das vielleicht eine Idee. Das Gerät ist natürlich nicht preiswert, aber für wen so ein Feature interessant ist, natürlich nicht schlecht. Für mich persönlich ganz gut, wenn ich neue Akkus bekomme, die ich vorher noch nicht getestet habe, kann ich zumindest mal hier checken, ob die Kapazität haben. Ich kann auch gucken, ob die jetzt bei 0,5 Ohm dann warm werden oder so beim Entladen. Also der LG-Akku hier ist komplett kalt geblieben. Von daher eigentlich eine coole Geschichte. Dann wären wir aber auch mit den Hauptfeatures des Gerätes soweit durch. Ich glaube, ich habe alles genannt. Ich packe auch nochmal so die technischen Standarddaten unten in die Beschreibung natürlich mit rein. Es gibt in Deutschland einige Bezugsquellen für das Gerät. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es in China vielleicht nochmal preiswerter gibt oder so. Auch da gucke ich mal und packe vielleicht noch ein paar passende Links mit rein. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder so langsam nach oben und kommen zum Fazit. Ja, ihr habt es gesehen. Sehr speziell das Ganze. Es ist nicht gerade preiswert. Das heißt auch eher was für diejenigen, die so ein bisschen gerne tiefer in die Materie eintauchen. Es ist kein Profi-Gerät in dem Sinne. Das sage ich direkt vorneweg. Die Werte, die da rauskommen, scheinen realistisch zu sein. Zumindest mal das, was ich getestet habe. Mit den etwas älteren Akkus war die Kapazität niedriger als angegeben. Und mit neun oder fast neun Akkus erreichte ich fast die Kapazität, die auch draufsteht. Also gehe ich mal davon aus, dass das relativ akkurat ist, das Ganze. Es ist kriegt man einen leichten Überblick über das, was die Akkus noch können und was sie leisten oder welche Kapazität sie haben, wenn sie neu sind. Und ich werde es zumindest mal jetzt dann auch nutzen, wenn ich neue Akkus habe, um die einmal in die Zahl durchzutesten, ob das, was an Werten draufsteht, zumindest mal was die Milliampere-Stunden betrifft, auch zu gucken, ob das soweit passt. Was wir hiermit nicht testen können, ist natürlich die maximale Belastbarkeit. Dafür braucht man andere Tests. Da habe ich leider kein Equipment bisher, aber da gibt es ja Gott sei Dank immer noch den Mountain Prophet, der da unverwüstlich sich durch die Akkus durchfrisst und alles testet, oder halt auch den Battery Mooch, der da auch relativ viel macht. Für mich ist es einfach nochmal so ein kleines Hilfsmittel und ein nettes Gimmick. Unbedingt brauchen tut man es nicht, aber ich weiß zumindest mal dann auch, dass die Akkus noch eine gewisse Leistung haben. Am Innenwiderstand kann ich gucken, ob die noch so weit okay sind, wenn der sich verändert. Das ist alles, sind das Dinge, mit denen man so ein bisschen mehr Informationen anfangen kann. Aber wie gesagt, kein Muss, eher was für die Freaks, die gerne auch mal so ein bisschen noch damit rumspielen. Alle anderen können natürlich auch ganz normal dampfen, ohne sich damit nochmal tiefer zu beschäftigen. Gut, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Lüfter in dem Gerät ist, wenn er denn läuft, relativ laut, also es ist nichts fürs Schlafzimmer.
Er geht aber zum Beispiel jetzt bei dem Test mit nur einem Akku ist er die ganze Zeit nicht angegangen. Wenn man aber zwei, drei oder vier Akkus gleichzeitig entlädt und testet, dann geht der schon an und sorgt halt dafür, dass das Gerät auf Temperatur bleibt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wofür dieser Data-Port auf der Rückseite ist. Ich schätze mal, der ist für Updates oder so gedacht. Man kann hier keine Dateien runterladen. Also eher dann für eine Firmware-Upgrade oder andere Geschichten gedacht. Von daher, auch wenn da mal sich irgendwas an der Technik jetzt, sag ich mal, ändert oder wenn neue Features hinzukommen, könnte man da natürlich was machen. Ob der Hersteller da entsprechend liefert oder nicht, weiß ich nicht. Schönes Teil, gefällt mir. Ist lustig. Ich habe es gesehen und habe direkt gedacht, muss ich haben. Das gab es auch schon vor einem halben Jahr, glaube ich, bei Akkuteile. Die hatten das dort auch schon im Angebot und ja, es war mir bisher immer zu teuer. Jetzt hat es mir der Hersteller zur Verfügung gestellt zum Testen. Von daher habe ich es natürlich dankend angenommen. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, packt sie runter in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch so wie immer ganz viel Spaß beim Dampfen, eine besinnliche Weihnachtszeit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Dampfwolke.